Hallo meine Freunde der Werkstatt, ich brauche für mein nächstes Projekt ein Drehzahlmessgerät und zwar eines, das mit Laser messen kann und mit Kontakt. Ich habe dieses Teil jetzt sicher etwa 3 Stunden getestet, mit allen Geräten und alles ausprobiert. Gibt es 2, 3 Sachen zu beachten, das werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Total geiles Teil. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Versionen. Das hier ist die Version A. Kann nur Laser, Version B ist nur Kontakt und das habe ich mir gekauft, Version C kann Laser und Kontakt. Der Preis ist übrigens um 2 Euro gestiegen, als ich das Video vorbereitet habe. Vor 4 Stunden war das noch 2 Euro weniger. Hier haben wir das Messgerät, ihr braucht 2 solcher Batterien, AAA. Dann eine Schachtel war dazu, eine Bedienungsanleitung in Chinesisch und Englisch, die werde ich euch am Schluss auch noch ins Video reinstellen. So ein Sack, dann haben wir 5 Zubehörteile für die Kontaktmessung, plus noch diese reflektierenden selbstklebenden Streifen. Jetzt zeige ich euch, was man alles damit machen kann. Schalte das mal ein. Hier kann ich Hintergrundbeleuchtung einschalten. Wenn ich jetzt hier auf Test drücke, schaltet sich der Laser ein. Wir gehen jetzt aber zuerst in die Kontaktmessung. Drücken wir Unit. Hier können wir die Umdrehungen pro Minute, RPM, messen. Nehmen diesen Aufsatz. Und dieses Teil hier hat es hier auch noch einen kleinen dabei. Stecke das hier oben rein und dann das Ganze hier rein. Die Bohrmaschine hat in der ersten Stufe 400 Umdrehungen, in der zweiten 1500. Der Akku ist jedoch nicht ganz voll, das wird sicher weniger anzeigen. Jetzt drücken wir Test. Und müssen jetzt ungefähr 400 Umdrehungen haben. Wenn ich den schnell rausziehe, ist der letzte Wert gespeichert. Ich kann auch die Hold-Taste drücken oder ich kann hier noch Maximum und Minimum Umdrehungen anzeigen. Zum Beispiel, wenn ich auf Maximum gehe, zeigt er mir das Maximum, das er erreicht hat. Ich stelle den nun noch schnell auf 1500 Umdrehungen. Wie gesagt, Akku ist nicht ganz voll und so genau sind diese Angaben auch nicht immer. Falls jemand von euch ein Profigerät hat und dieses auch, bitte reinschreiben, wie genau das Teil wirklich ist. Ich werde das meinem Kollegen sonst mal mitgeben. Der hat ein Profi-Messgerät, der soll das mal vergleichen. Sobald ich das Resultat habe, werde ich es auch hier unten in die Kommentare reinschreiben. Hier ist auch noch ein Zubehör, das ist innen konisch, wenn ich zum Beispiel einen Dorn so messen will, kann ich den Einsatz hier rauf machen. Nächste Funktion, wir gehen hier auf Unit. Hier zeigt er mir die Meter pro Minute an. Jetzt nehme ich das Teil hier wieder raus und stecke das Rad rein. Kann ich, wenn ich nochmals drücke, auch Fuß pro Minute. Und hier zeigt er mir noch die Meter, die Distanz, die ich zurückgelegt habe. Einschalten. Jetzt habe ich genau 4,0 Meter zurückgelegt. Wenn ich auf die andere Seite gehe,
addiert er es auch dazu. Ich habe das auch am Boden noch schnell gemessen. 5 Meter Maßband ausgelegt, ist absolut genau. Jetzt kommen wir zur Lasermessung. Jetzt gibt es zwei sehr wichtige Sachen. Wenn ich den einschalte, gehe auf Test, Laser leuchtet. Und wenn ihr jetzt komische Werte bekommt, wie ich jetzt gerade hier, dass er irgendwas anzeigt, dann habt ihr ein Problem mit dem Licht. Ich habe hier oben über dem Tisch so ein LED-Panel und die Frequenz dieses Lichtes misst das Messgerät. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder Licht ausschalten oder wenn ihr eine Messung macht und ihr so komisches Licht habt, einfach schnell im Schatten messen, irgendwas darüber halten, damit der Laser nicht von der Lichtquelle beeinflusst wird. Selbe Problem bei reflektierenden Oberflächen, so wie hier, oder bei einem Bithalter. Das könnt ihr umgehen, indem ihr einfach ein schwarzes Klebeband über die Oberfläche macht und dann klebt ihr ein Stück von dem reflektierenden Band da drauf und dann könnt ihr messen. Ich schalte nun das Licht aus, um wieder diese Maschine mit 1500 Umdrehungen zu testen, denn ich habe nur zwei Hände und kann hier nicht mit der dritten Hand noch Schatten machen. Ich schalte das Messgerät ein, gehe auf Test. Ich habe das auch noch probiert, hier habe ich ein schwarzes Klebeband rumgewickelt und verschiedene weiße Schreiber ausprobiert. Das funktioniert zum Teil auch, aber am besten ist es wirklich mit dem mitgelieferten Streifen. Wenn ihr mehr von diesen Kontaktstreifen braucht, findet ihr auch bei AliExpress. Den Kauflink und weitere Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Jetzt testen wir noch schnell diese Maschine hier. Die hat 2950 Umdrehungen pro Minute. Jetzt habe ich diese Maschine noch schnell getestet. Habe die auf 500 Umdrehungen eingestellt bei 50 Hertz. Wir haben in der Schweiz 50 Hertz. Bei 600 Hertz hat die 600 Umdrehungen. Ich habe schnell gemessen, wir haben hier 50,1 Hertz. Wenn diese Infos für euch hilfreich waren, könnt ihr gerne den Like-Button drücken. Das ist absolut gratis und hilft meinem Kanal. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal besuchen. Hat es sehr viele interessante Videos im Bereich Solar, Akku, Elektronik und Test von solchen Geräten. Und nun zum Schluss noch, wie versprochen, die Bedienungsanleitung. Danke vielmals fürs Zuschauen. Tschüss!